Hi. Keinen Spaß, ich hab dich schon gesehen. Ich weiß ganz genau, was du hier willst. Du willst hier wissen, wie du am besten überleben kannst. Kann ich verstehen. Kann ich sehr gut verstehen. Dieses Video könnte wortwörtlich dein Leben retten. Ich weiß, du denkst, ich mach Spaß, aber es könnte wirklich. Wir schauen uns heute nämlich Lifehacks an, die dein Leben retten können. 20 Stück. Ja, okay, vielleicht schaffen wir nicht alle, aber wenn wir die Hälfte schaffen, ist es schon mal ganz gut. Moment. In manchen Situationen kannst du es vielleicht gebrauchen, ich bin mir natürlich nicht sicher. Aber wenn du weißt, wie man überlebt, dann bist du ein Held. Beziehungsweise nicht wirklich, eher wenn du anders rettest, bist du ein Held. Wenn du weißt, wie man überlebt, dann überlebst du. Macht Sinn, oder? Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Wie alt bin ich? Das geht ja mal gar nicht. Und falls du dich unten kostenlos abonniert hast, dann überlebst du wahrscheinlich nicht. Sehr gute Entscheidung. Oh, wenn du gekratzt wirst, okay. Ich sehe. Ah, so. Sehr gut zu wissen, Leute. Also, da sieht man quasi, wie man es am besten macht. Okay, und jetzt? Ah, die... Okay, jetzt verstehe ich. Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. So kannst du auf jeden Fall überleben. Also, wenn du auch mal zufällig einen Tiger bei dir zu Hause hast, ich meine, man weiß ja nie, vielleicht ist ja einer bei dir einfach reingekommen oder du hast einfach so ein Haustier, ein Tiger, dann weißt du jetzt auf jeden Fall, was du machst, wenn er dich aus Versehen kratzt. Wenn er nicht gerade Hunger hat und dich isst. Diese Frau hat Kopfschmerzen, Migräne. Das haben viele Leute tatsächlich. Okay. Ich gehöre nicht dazu übrigens, aber Migräne kann schlimm sein. Also, kaltes Wasser... Oder warmes Wasser und kaltes... Ah, okay. Ah, so geht die Migräne also weg. Okay. Es zieht das Blut vom Kopf runter. Also ich bin keiner, der Migräne hat, aber ich kenne Leute, die haben Migräne. Und das tut schon ganz schön weh. Ich meine, wenn der Kopf sich anfühlt, das würde explodieren. Mein Beileid an alle, die es haben, aber jetzt wisst ihr, was ihr dagegen tun solltet. Wenn ihr keine Tabletten zu Hause habt, die ich euch nicht empfehlen kann. Es sei denn, der Kopfschmerz ist enorm stark. Okay, die Frau... Au! Gott! Arme Frau! Okay, was ist hier der Lifehack? Was? Deo? Gay! Du benutzt Deo. Benutzt du es auch im Nachhinein für deine Achseln? Warte mal, hat sie gerade Deo auf ihre Wunde geschmiert? Ich glaube, ja. Also erstmal auf die Wunde, dass das ganze Deo blutig ist und dann schön in die Achsel. Ja, ich stehe auch auf Achseln, die blutig sind, Leute. Jetzt wisst ihr es. Mein Geheimnis ist raus. Diese Frau ist an dem Kühlschrank und... Ah, blauer Fleck. Tja, das ist... Manche Leute bekommen sehr schnell einen blauen Fleck. Olivenöl? Nee... Hier, wie nennt man das? Apfelsaft? Okay, sie macht Apfelsaft drauf. Ist das ein Scherz? Das hilft? 3 bis 4 Stunden. Okay, und jetzt? Wow, viel besser. Okay. Also ab jetzt werde ich mir Apfelsaft kaufen, um es nicht zu trinken, sondern um meine blauen Flecke damit wegzumachen. Weil ihr müsst wissen, meine Abonnenten schlagen mich regelmäßig, wenn keine Videos hochkommen. Deswegen lade ich täglich Videos hoch. Das werde ich geschlagen. Und das will ich nicht. Ein Finger, der Aua gemacht hat, Leute. Ganz tolle Aua. Ich sehe schon das Problem. Okay. Warte mal. Ah, ich verstehe schon. Eine andere Methode, das... Okay. Das ist interessant, Leute. Die schneiden das einfach und dann hält es deutlich besser. Wow. Also ganz ehrlich, das sieht episch aus und ich habe irgendwie Lust, mir jetzt meinen Finger mit Absicht zu schneiden und das so zu machen, Leute. Irgendwie will ich auch meinen Finger so zuschnüren. War das das richtige Wort? Oh, what? Oh mein Gott, warte kurz mal, ich schaue da nicht hin. Spaß, natürlich schaue ich da hin. Was? Oh mein Gott, jetzt übertreibt ihr aber. Also, okay. Wie will man rauskommen? Alter, ich bin halt verwirrt. Was? Was zum Teufel? Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das gemacht habt, aber ich weiß nicht genau, wie mir der Lifehack helfen soll, Leben zu retten. Ich glaube, das war was von meinem Reis, Leute. Also eine Sache steht fest. Bis jetzt wäre ich gestorben. Okay. Wenn du gekippt wirst... Ah, wow. Okay, das war so einfach. Also wenn mich jemand kidnappen will, einer von euch wahrscheinlich würde es dann wohl sein, dann muss ich den hier machen, okay. Also ihr solltet euch was anderes einfallen lassen, also nicht sowas. Jetzt weiß ich ja, wie man rauskommt. Also, ist das Schnürsenkel oder was willst du mir zeigen? Ich meine, du hast wirklich schöne Füße, falls du mir das zeigen willst. Okay, die Schnur kommt dahin, interessant. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, was du mir zeigen wolltest. Akzeptiere ich aber mal. Manchmal muss man Sachen nicht verstehen. Du bist gefangen. Ah. Wow. Alter, entweder die sind mega stark oder ich bin einfach noch schwach. Handschellen, warte mal. Wie soll ich da rauskommen? Oh. Verdammt, sowas trage ich in meinen Haaren normalerweise nicht. What? Das funktioniert? Oh mein Gott, Leute. Ich bin sprachlos, es funktioniert ernsthaft. Also, falls man den Schlüssel verlieren sollte, ne? Jetzt verstehe ich. Wow, das ist gut zu wissen. Also, wenn mich das nächste Mal die Polizei jagen wird, wegen... Ja, Spaß. Nee, meine, es ist wirklich Spaß. Also, so zum Teil. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, was ich machen soll. Okay, diese Dinger. Ja, die Teile sind echt fies. Ganz ehrlich, das ist schlimmer als Handschellen, wortwörtlich. Die Teile sind unzerstörbar, aber gut zu wissen, wie man sie wieder aufmacht. Ein Lock. Ja, wie kommt man da jetzt rein? Jetzt mal ehrlich. Ja, du hast deinen Schlüssel verloren. Das ist ein guter Tipp, weil ich verliere immer meine Schlüssel. Ich verliere sehr viele Sachen. Das ist das große Problem. Was? Das klappt? Nee. Oh mein Gott, ernsthaft? So einfach, Leute? Okay, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und es geht wortwörtlich auf. Ah, er macht es ja jetzt so normal, okay. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Ich weiß natürlich nicht, ob jeder Lock jetzt so leicht zerstörbar ist, aber ich glaube, die meisten. Okay, so ein Ding. Was hast du damit vor? Kleidung. Kleidung habe ich immer dabei. Zumindest meistens. Was? Okay. Und was hast du jetzt vor? Charcoal.
Kohle, Sandsteine, Sandsteine. Okay, und jetzt? Ist das Cola oder Wasser? Ich weiß nicht genau, was es sein soll. Hey, was passiert da? Es wird gefiltert. Oh mein Gott, ich glaube, das der Salz wird gefiltert, oder? Das Salz meine ich. Ah nee, der Dreck. Oh. Gibt es eine Methode, um den Salz zu filtern? Bestimmt einige, ne? Man muss das Wasser ja kochen, theoretisch dafür. Weil wenn man auf einer Insel ist, dann will man ja quasi mehr Wasser trinken. Aber das geht ja nicht, weil das Salzwasser ist. Okay, was hast du damit vor? Ich meine, das sind Überlebenstipps. Falls du auf einer Insel bist, man weiß ja nie, was heutzutage passieren kann. Und du machst ein Loch rein. Bro, das ist schon ziemlich respektabel, was du da tust. Okay, Feuer. Oh, so kann man das Wasser dann kochen. So, dass es quasi normales Wasser wird. Okay, das ist sehr gut. So könnte man überleben, theoretisch. Okay, gut zu wissen. Danke, liebe Lifehacks. Ein Radierer. Okay, wozu benötigst du den? Ah, natürlich. Den habe ich ja auch immer dabei, auf jeden Fall, wenn ich auf der Insel sein sollte. Genau diese Radierer werde ich immer dabei haben, hundertprozentig. Und ein Kaugummi habe ich auch immer dabei, natürlich. Ah, eine Batterie auch. Also, okay, das habe ich schon mal gesehen, tatsächlich. Und jetzt? Oh mein Gott, der macht so Feuer an. Alter. Ich meine, gut, man muss immer dazu eine Batterie haben überhaupt dabei. Also, ich finde es nicht der beste Weg, weil man hat immer halt nicht keine Batterie. Tipps, die man immer benutzen kann. Die man in der Natur am besten findet. Und eine Batterie findet man nicht in der Natur. Ein Licht. Okay. Und was hast du damit? Batterie? Interessant. Ein, okay. Was? Das funktioniert ernsthaft? Nee. Falls meine Batterie verlieren, das funktioniert. Was zum Teufel? Ich wusste, dass elektrische Teile so dumm sind, Leute. Eine Frau wird gekidnappt, okay, und sie beißt. Beißen, jetzt wird sie gewürgt. Okay, jetzt kommt, jetzt wird es unterhaltsam, Leute, einen Moment. Ich bin sowas von bereit dafür. Falls du eine Frau bist und dich wehren willst, dann musst du das tun. Die Frau geht einfach da lang und wird von hinten attackiert. Oh mein Gott. Warte mal, es könnte auch einfach sein, dass es ein Kumpel ist oder so, der dich anfasst. So, hey, Laura, wie geht's? Hey! Jetzt mal ehrlich, was zum Teufel soll das? So macht das jetzt jede Frau, wenn ich sie von hinten einmal berühre auf die Schulter? Tritt sie mir dann immer in die Eier oder wie sieht's aus? Okay, schön ins Gesicht. Ja, oh, ah, man kann wirklich übertreiben. Alter, was jetzt? Oh, der Typ ist aber ganz schön aggressiv. Okay. Alter, klappt das auch im Echtleben? Wow, Finger in die Augen. Okay, also, was die mir sagen wollen, man darf keine Frauen schlagen, richtig? Okay, jetzt wird sie an den Haaren gezogen. Was hat sie jetzt vor? Wow. Okay, das funktioniert und dann läuft sie weg. Ah, ich sehe schon, ich sehe schon. Sehr gute Tipps auf jeden Fall, Leute. Damn. Okay, ja, ich frage mich, wie viel Prozent das überhaupt klappt im Echtleben. Jetzt geht sie da einfach lang und jetzt umarmt er sie. Alter, was wagt er es? Stell dir vor, dass ihr Freund oder so. Oh no. Ah, Alter, in die Knie. Oh, Mann, ich weiß gar nicht, wer mir das leid tun soll. Er oder sie? Wrist hold, okay. Ah. Wow. Okay, das sah irgendwie badass aus. Damn. Diese Frau ist stark. Sie telefoniert. Okay, was tust du jetzt, hä? Einfach beißen. Ja, beißen, das ist natürlich eine der besten Methoden. Das Ding ist, der Kiefer ist der stärkste Muskel im Körper. Sorry, wenn ich jetzt noch was Falsches sage, aber das habe ich so oft gehört. Und das macht irgendwie Sinn, weil man kann wirklich doll zubeißen. Und da man so doll zubeißen kann, kann man natürlich mit dem Kiefer auch andere Leute sehr stark verletzen. Jetzt hält er sie fest. Oh, okay. Alter. Ich glaube nicht, dass es bei mir klappen würde. Ich weiß ja nicht. Okay. Der Typ macht sich warm, um meine Frau zu entführen. Okay, interessant. Danke, dass du mir zeigst, wo meine... Danke, dass du mir zeigst, wo sich alles bei mir befindet. Vielen Dank. Ich weiß sehr zu schätzen. Oh, okay. Die Frau ist am Ersticken. Und jetzt? BH. Wirf ihn mir zu, ich fange ihn bestimmt. Nein? Okay. Was hast du damit vor? Ach, damit atmest du. Alter, ich meine, stell dich mal vor, sie hat den für eine Woche getragen, wie das wohl riecht, Leute. Ich glaube, da würde ich lieber das Gas einatmen. Okay, der Typ ist... Alter, diese Teile, wie gesagt, die sind schlimmer als Handschellen. Hä? Macht ganz doll zu? Ah, erstmal ganz doll zumachen und dann. Wow, dieses Gesicht, Leute, wenn er es zerstört hat. Was für ein Mann. Eine Lampe. Was hast du damit vor? Du holst die Batterie raus. Kann man natürlich machen. Ich meine, schadet ja nicht theoretisch. Jetzt machst du es zu, okay. Und jetzt? Ah, das funktioniert? Alter, ich sag doch, Elektrogeräte sind mega dumm. Oh, das ist ärgerlich, Leute, wenn das passiert. Was jetzt? Gute Frage, Batterie? Leute, diese Sachen habe ich einfach nie dabei. Die habe ich ja nicht mal zu Hause. Aber anscheinend funktioniert das und so kann man ein Feuer machen. Sehr interessant. Okay. Ah, die sind nass. Okay, was? Was? Ernsthaft? Zahnpasta? Okay. Und jetzt bemalst du die. Okay, Nagellack und Zahnpasta. Okay. Und jetzt machst du es... Oh, Alter, und jetzt klappt's? Ernsthaft? Nee, es klappt nicht. Klappt es bei Nagellack? Das ist meine Frage. Und? Wow, Nagellack klappt. Ja, zum Glück lackiere ich meine Nägel nicht, also... Würde ich das schon mal nicht überleben? Was hast du jetzt vor, hä? Ein Stein. Alter, nicht mal einen Stein habe ich zu Hause. Obwohl, eigentlich müsste ich irgendwo einen Stein haben, Leute. Ich weiß nicht, ob einer rumliegt. Hier bei mir zu Hause. Okay. Ich meine, das Stein kann man in der Natur finden, also sollte das gut sein. Aber Streichhölzer halt nicht. Alter,
Bro, ich... Du machst Sachen, von denen ich nicht wusste, dass man die überhaupt machen kann. Oh mein Gott. Alter, es ist besser für den Wind, wenn du es so machst. Also wenn du ein Streichholz draußen warm anmachen willst, dann weißt du Bescheid, was du machen willst, wenn es windig ist. Okay, mehr Streichholz-Tipps. Kann man natürlich immer gebrauchen, Leute. Okay, auf diese Idee kam ich ja nie. Was hast du vor? Ah, okay, also das ist das Teil vom Streichholz, ne? Das Grüne. Alter, ich bin halt verstört. Ist das ein großes Streichholz? Ich glaube, ja. Oh, wow. What? Das geht immer wieder an. Ist trotz Wasser. Wie kommst du lebendig aus einem fallenden Fahrstuhl? Das wollte ich schon mal wissen, Leute. Oh mein Gott, das ist so gruselig. So eine gruselige Vorstellung, Leute. Lege auf deinem... Was? Auf deinem Rücken? Was? Auf dem Rücken? Ist das ein Scherz? Und Arm unter den Kopf, okay. Und der andere... Ist das ein Scherz? Ach so, damit ich... Ah, verstehe. Naja, so würde ich auf jeden Fall... Was? Springen. Ah, versuch nicht zu springen. Bei dem Moment... Oh, das hätte ich getan, Leute. Ich wäre gesprungen, Leute. Okay, mach das nicht mit... Okay, mach das auch nicht so. Interessant. What the frick? Das überlebe ich aber so oder so nicht, also. Ich meine, wenn ich meine Wahrscheinlichkeiten bisschen verbessert, dann ist es gut, aber keine Sorge. Da steht sogar, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich 0,0000000000000015%. Also die Wahrscheinlichkeit ist kaum da, dass man in einem Fahrstuhl sitzt und der fällt runter. Vor allem nicht in Deutschland. In Deutschland sind die Fahrstühle immer super sicher. Glaubt mir, die Leute benutzen sehr gerne deutsche Fahrstühle, weil die einfach sicherer sind, dass sie alle an sind. Ein bellender Hund attackiert dich. Was tust du? Ja, was tust du, wenn du von einem Hund attackiert wirst? Ja, gute Frage. Erstmal langsam, okay. Also ganz ruhig bleiben. Er guckt erstmal, ob du gut riechst und ob du Danny Jest abonniert hast. Und wenn ja, dann lässt er dich in Ruhe. Schau nicht in seine Augen, weil das ist sowas, hey, du gegen mich, wenn ich verstehe, was ich meine. Nimm einfach alles, womit du dich selbst verteidigen kannst. Okay, Sand, Steine, ich verstehe schon. Was hat er vor? Sag ihm, er soll wegbleiben. Ich glaube nicht, dass er meine Sprache kennt, aber ich bin ja eigentlich stärker als er, oder? Ich glaube, er freut sich, Leute, deswegen geht sein Schwanz gerade nach oben. Und jetzt kann ich ihn mit meinem Schuh ablenken. Ernsthaft? Das funktioniert? Ist der Hund so dumm? Also lässt er mich jetzt in Ruhe? Okay, Leute, das waren genug Lifehacks für heute. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob die irgendwas davon dein Leben retten wird. Aber wenn ja, dann ist doch super, oder findest du nicht? Also lass doch noch oben da abonnieren, kostenlos, und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!